Viele Menschen wollen den Klimawandel stoppen. Doch der Erfolg ist überschaubar. Warum konnten Klimaforschende die Erderwärmung nicht aufhalten? Ich arbeite seit Jahrzehnten in der Forschung. Ich kommuniziere die wissenschaftlichen Ergebnisse. Und ich muss einfach sehen, dass das irgendwie relativ wenig gebracht hat. Müssten Daten und Fakten nicht zu konsequentem Handeln führen? Wenn ich es einfach mal objektiv bewerte, kann ich ja nicht sagen, ich habe es richtig gemacht. Weil sonst wären die Emissionen, zumindest die globalen Emissionen, deutlich gesunken. Doch Kohle, Öl und Gas werden weiter verbrannt. Warum hat das kein Ende? Der Impuls ist der, dass wir in einer ganz anderen Welt wären, wenn die fossilen Lobbyisten nicht ihre Schandtaten getrieben hätten. Vor Gericht stehen meist andere. Können sie mit ihren umstrittenen Methoden Klimaschutz erzwingen? Natürlich kommt da auch eine Gegenwehr und im Endeffekt wird man seine Ziele vielleicht erreichen können. Doch die Zeit drängt. Warum braucht die Menschheit so lange, um etwas zu tun? Man sollte nicht davon ausgehen, dass eine Gesellschaft, weil sie sich das moralisch vornimmt, die Welt zu retten, auf einmal die Welt rettet. Ja, es ist die Psychologie, die Art des Denkens, was über Erfolg und Misserfolg da entscheidet. Klimaforscher Mojib Latif auf der Suche nach dem richtigen Weg. Wie ist unsere Erde noch zu retten? Unglaublich, so unbeschreiblich, sowas habe ich noch nie gesehen. Die Lage ist so ernst wie nie zuvor. Warum haben über 40 Jahre Klimaforschung nicht zu besseren Ergebnissen geführt? Wir sind nicht vom Wissen zum Handeln gekommen. Und deswegen müssen wir uns überlegen, wie man das Thema vielleicht noch mal anders, emotionaler kommunizieren kann. Ein Versuch, die Protestbewegung Letzte Generation. Sie entsteht 2021. Mit einem Hungerstreik erzwingt die Gründerin Lea Bonacera mit einem anderen Aktivisten eine Podiumsdiskussion mit Olaf Scholz. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Sie gerade gehört haben, was ich gesagt habe. Doch, es geht gehört, um das Überleben von Millionen von Menschen. In dieser Berliner Kirche hat die letzte Generation ihre ersten Aktionen geplant. Seit dem Gespräch mit Olaf Scholz hat die Gruppe ihre Strategie verschärft. Die Aktivisten berufen sich bei ihren Aktionen auf Forschungsergebnisse, die Forschende wie Mojib Latif geliefert haben. Mit dem Fahrrad aufs Rollfeld. So dringen Klimaaktivisten auf das Gelände des Hamburger Flughafens vor. Der Flugbetrieb liegt lahm. Wir können nicht länger zusehen, wie unsere Erde brennt und die Bundesregierung jeden Tag der fossilen Bahn weiter Öl ins Feuer gießt. Was die Aktionen der letzten Generation angeht, was ich überhaupt nicht akzeptieren kann. Niemand steht über dem Gesetz, auch wenn die Ziele noch so hehr sein mögen. Ich will die ja auch nicht ärgern in dem Moment. So, das ist, macht mir keinen Spaß, sie da irgendwie ja, Zeit zu kosten oder zu ärgern. Aber ich weiß einfach, was ich gelesen habe wissenschaftlich, dass ich dazu forsche, dass das funktionieren kann. Weg hier, los, weg hier. Weg hier, verpisst euch jetzt. Weg hier. Verpisst dich jetzt, verpisst dich. Es ist auf jeden Fall belastend für viele Menschen, für mich auch. Gerade der Hass, der einem so entgegenschlägt, ist natürlich nicht schön so. Ja! Hören Sie doch auf damit! Jemand bei mir ist krank! Jemand bei mir ist krank! Rufen Sie die Polizei! Ich glaube, unser Fokus von den Menschen, die bei der letzten Generation sind, liegt so doll auf dem Ziel, wo wir hinwollen. Und dass wir wissen, dieses Mittel hat schon so oft funktioniert. Warum soll es jetzt nicht bei uns auch funktionieren? Wann funktioniert Protest und wann nicht? Auch diese Frage beschäftigt Forschende seit Jahrzehnten. Es ist eine Gefahr, dass man auftritt als Predigerin oder als Missionar,
als Gutmensch, der weiß, wo es lang gehen soll. Also man muss da sehr auch auf die Tonlage achten und darf sich im Grunde nicht sozusagen in Szene setzen als Weltenretter, als jemand, der alles besser weiß. Naja, dass ich auch Wissenschaftlerin in der Verantwortung sehe, auch aufzustehen und zu sagen, so kann es gerade nicht weitergehen. Und ja, im besten Fall vielleicht auch zu streiken, Widerstand zu leisten. Aber ich glaube, ich würde dann auch sehr viel Glaubwürdigkeit verlieren. Deswegen tue ich es nicht. Ich lebe von meiner Glaubwürdigkeit. Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen dem folgen, was ich sage. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Gut. Und das möchte ich nicht aufs Spiel setzen. Die letzte Generation dagegen gerät unter Druck. Razzien, Verhaftungen, Anklagen. Ich bin für 13 Proteste angeklagt. Das sind die allerersten Proteste, die ich mit der letzten Generation gemacht habe. Und natürlich bewegt mich das, weil eben, ja, dass ich für eine Zeit lang weggesperrt werde. So. Ja, ich finde es schon ein bisschen unfair, denn es gibt durchaus Ursachen des Klimawandels, die nicht vor Gericht stehen. Protest ist was, was die Menschen, die Gesellschaft, die Politik, unsere Demokratie herausfordert. Und natürlich kommt da auch eine Gegenwehr und im Endeffekt wird man seine Ziele vielleicht erreichen. Die Entstehung einer Klima-RAF muss verhindert werden. Alles, was mit Sabotage oder gar Terrorismus, gewaltförmigen oder schweren Sachbeschädigungen zusammenhängt, das wird von der letzten Generation abgelehnt. Attacken mit Kartoffelbrei und Farben auf Plexiglasscheiben lassen sich abwaschen. Hallo. Trotzdem, für viele ist der Protest der letzten Generation alles andere als friedlich. Wir sind radikal im Kern, aber nicht in den Methoden, weil egal was passiert, so wie ich von meiner strategischen Seite aussprechen kann für die letzte Generation, wird sich an der Friedlichkeit nichts ändern, weil die einfach essentiell ist für den Erfolg auch vom Widerstand. Das hat ja auch der Terrorismus der 70er, frühen 80er Jahre gezeigt. Man kann nicht, bezogen auf die Verhältnisse in der Bundesrepublik, den Staat in die Knie zwingen durch die Gewalt. Und da kann man nur verlieren. Lea Bonacera wurde heute in Berlin zu einer Geldstrafe von 1.800 Euro verurteilt. Geldstrafe, keine Haftstrafe. Das erleichtert mich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es wäre völlig unverhältnismäßig, das Mädchen ins Gefängnis zu schicken. Ich halte es nach wie vor ein bisschen kontraproduktiv, weil sehr viel jetzt über die Form des Protestes gesprochen wird, aber nicht über das eigentliche Thema, nämlich wie kommen wir jetzt mit den Treibhausgasemissionen runter. Tatsächlich wird darüber seit den 1980er Jahren gestritten. Forschende lieferten die Fakten, dann eroberte das Thema die Medien. Alles in allem zeigen diese Beweise meiner Meinung nach sehr deutlich, dass der Treibhauseffekt nachgewiesen wurde und unser Klima jetzt verändert. Hansen hat sozusagen die Welt wachgerüttelt und hat das Thema sozusagen auf die weltpolitische Agenda gesetzt. Ja, der Spiegeltitel 1986, der war gewissermaßen, obwohl er total überzeichnet gewesen ist, der Beginn der öffentlichen Diskussion in Deutschland über das Thema Klimawandel. Es gab ja Folge 1992 den Erdgipfel in Rio de Janeiro, auf dem die Klimaram-Konvention beschlossen wurde. Damals haben sich 1992 alle Staaten geeinigt, einen gefährlichen Klimawandel zu verhindern. Ich glaube, es ist sehr wichtig für das Ansehen Deutschlands in der Welt, noch mehr in kommenden Generationen, dass wir jetzt die Zeichen der Zeit richtig erkennen. Ich war als junger Wissenschaftler überzeugt, die Datenlage ist jetzt klar. Jetzt wird Klimaschutz gemacht und damit ist das Problem gelöst. Ich hätte mir nicht träumen lassen können, was dann passiert, was für eine massive Gegenwehr von Lobbygruppen dann letztlich jeden Fortschritt beim Klimaschutz verhindert hat, sodass die Emissionen bis heute weiterhin ansteigen. Eines der größten Lobbyprojekte. Die Global Climate Coalition von 1989. Konzerne wie Mercedes-Benz oder Exxon fördern mit Millionensummen die Verbreitung von Falschinformationen. Der menschengemachte Klimawandel wird,
bestritten. Die Geschäftsleitung von Exxon, die haben zum Beispiel jahrelang sogenannte Advertorials in großen amerikanischen Zeitungen wie der New York Times finanziert. Das sieht aus wie normale Kommentarbeiträge, Meinungsbeiträge, ist aber bezahlt. Und Exxon hat dort systematisch einfach Falschinformationen verbreitet. Exxon war auf dem Stand der auch akademischen Wissenschaft, wobei die Auswertung in unserer Studie ergeben hat, dass die Exxon-Projektionen sogar noch einen Tick genauer waren. Es ist ja durch Sozialwissenschaftler belegt, dass hunderte Millionen Dollar reingepumpt wurden, sogar pro Jahr, um Lobbyismus gegen Klimaschutzmaßnahmen zu betreiben. Und ja, offensichtlich sehr erfolgreich. Ja, die Raucherkampagne hat ja auch ganz ähnlich funktioniert wie beim Klimawandel, dass man nämlich sehr früh schon festgestellt hat, dass Rauchen gesundheitsschädlich ist. Und dann hat die Raucherlobby, nämlich die Tabakkonzerne, angefangen, eben sogenannte Fake-Institute zu gründen. Die Tabakindustrie befindet sich in der Defensive. Es ist eine ähnliche Situation wie vor 10 Jahren, als zum ersten Mal von einem Zusammenhang zwischen Rauchen und Lungenkrebs die Rede war. Der Bericht des Königlichen Ärztekollegiums in London ließ im April 62 die Aktien der amerikanischen Tabakgesellschaften stark sinken. Did the Royal College itself carry out any research investigations or developed? Hat das britische Ärztekollegium irgendwelche Forschungen durchgeführt und ist es zu irgendwelchen neuartigen Ergebnissen gekommen? Die Antwort ist nein. Da wurden Menschen dann hingestellt, die gar keine Ahnung hatten vom Thema, aber in der Öffentlichkeit den Eindruck erweckten, sie hätten das, und dann immer gegenargumentiert haben und dann Zweifel gesät haben in dem Sinne, naja, es ist ja gar nicht bewiesen, dass Rauchen wirklich gesundheitsschädlich ist. Wir haben das Problem seit Jahrzehnten, dass große Bereiche der Industrie, zum Beispiel die Mineralölindustrie, überhaupt die ganze fossile Industrie, versucht mit Falschbehauptung ihr Geschäftsmodell zu retten. Millionen und Abermillionen für solche, ich sag mal, Schmutzkampagnen, wo sie versuchen, die Glaubwürdigkeit der Wissenschaftler zu untergraben. Wir können eigentlich so nicht mehr weitermachen. Wir können nicht auf Selbstbeschränkung der Industrie hoffen. Wir müssen die Politiker dazu bringen, dass sie konsequenter, rigoroser handeln. Denn ich muss noch mal hervorheben, das Klimasystem ist praktisch wie ein fahrender D-Zug, bei dem man die Notbremse zieht. Dieser D-Zug, der wird auch nicht sofort anhalten, sondern der wird noch viele hundert Meter weiterrollen. Und in der Situation sind wir im Moment. Und man muss ja auch sehen, dass sowohl viele Menschen in der Wirtschaft, in Führungsetagen, aber auch der Normalbürger ja eigentlich den Wunsch hat, dass nichts dran ist an dem Klimawandel. Das heißt, es gibt einen Markt für Ausreden, beim Klimawandel nichts zu tun. Und diese Lobbyisten bedienen diesen Markt mit Argumenten, die dann allzu gerne eben aufgegriffen werden. Mit anderen Worten, Menschen wollen Dinge nicht wahrhaben, die von ihnen verlangen, ihr Verhalten zu ändern? Meine Erfahrung ist, dass es so unendlich schwer ist, von liebgewordenen Gewohnheiten Abschied zu nehmen. Und darauf ziehen ja letzten Endes auch die Lobbyisten ab. Warum ist das so? Wir haben hier mal ein Gehirn mitgebracht, da können wir uns das anschauen. Hier sieht man, wenn man das Gehirn sich so drehen lässt, dass es spezielle Regionen gibt, Stopp an dieser Stelle, die in der Mitte des Gehirns liegen, die quasi unterbewusst unsere Handlungen steuern. Es gibt ja hier so zwei Muscheln, könnte man sagen. Und das sind die Basalganglien oder das Triatom, würde man sagen. Und das steuert jetzt unterbewusst Automatismen. Also wenn wir uns eine bewusste Handlung vornehmen, die wird hier vorne geplant. Hier oben im oberen Bereich wird es dann quasi ausgerechnet, was ich bewegen muss. Aber wenn das einmal automatisiert ist, dann erfolgt das hier unterbewusst. Da muss ich dann nicht mehr groß drüber nachdenken. Warum ist denn das so schwer? Das muss doch, die Veränderung muss doch auch im Gehirn irgendwo angelegt sein. Das, was du machen kannst, du kannst eine Gewohnheit mit einer neuen Gewohnheit überschreiben. Also wir müssten eigentlich sagen, was sind so Handlungen oder Tätigkeiten, die auch zu einer neuen Gewohnheit werden können? Weil einfach nur das Alte abzuschalten, das kriegen wir nicht hin. Ja, also wir müssen uns immer vornehmen, was ist eine bessere Alternative. Wir haben eigentlich keine Zeit mehr zu verlieren. Das heißt, wir können jetzt nicht ewig noch mal warten, bis sich diese neuen Gewohnheiten eingeschliffen haben. Das heißt also, wie bekomme ich das hin, dass wir uns jetzt schnell ändern?
Es wäre schön, wenn es hier irgendwo einen Knopf gäbe, wo ich draufdrücken kann und dann habe ich sofort eine neue Handlung in meinem Gehirn drin. Mobilitätsverhalten ist ein schönes Beispiel. Es dauert einige Zeit, bis sich Menschen an andere Bewegungsformen gewöhnt haben, aber wenn die einmal drin sind, dann bleiben die auch. Und das Problem, was wir heute haben, ist, sei es jetzt durch Lobbyverbände, sei es aber auch durch die Art, wie wir uns die Zukunft vorstellen, wie wir wirtschaften, wie wir leben, wir beharren an dem, was wir haben, wir wollen das beschützen. Stockt auch deshalb der Ausbau der erneuerbaren Energien? Anfangs boomten sie in Deutschland. Ab 2017 ging es bergab. Gesetze verhinderten den Ausbau. Unternehmen verließen das Land. Man hat im Bereich der erneuerbaren Energien die Gesetze so angepasst, dass der Ausbau massiv behindert wurde, dass er praktisch zum Erliegen kam. Das ging auch so weit, dass ein Wirtschaftsminister sich hingestellt hat, von irgendwelchen Billionenkosten geredet hat. Und das überhaupt nicht belegen konnte. Und dann die angeblichen Kosten der Energiewende unbezahlbar seien und die ganzen PR-Kampagnen und Mythen da aufgezogen wurden. Wie mächtig fossile Lobbyisten wirklich sind, ist schwer beweisbar. Fest steht, auf dem Weltklimagipfel 2022 in Ägypten waren über 600 offiziell akkreditiert. Es gibt immer mehr Lobbyisten, die auch bei den Klimakonferenzen herumlaufen, ihre Interessen vertreten und das werden immer mehr. Und das ist sogar erkennbar aktuell am Präsidenten der Klimakonferenz, der den Vorsitz hat. Der Präsident der nächsten Klimakonferenz ist auch Chef eines riesigen Ölkonzerns. Ein Interessenkonflikt im Kampf gegen den Einsatz fossiler Energie. Das ist ein No-Go. Das darf es nicht geben. Wir wissen, dass die Energiequellen, die wir heute benutzen, weiterhin Teil unseres Energiemixes für die voraussehbare Zukunft bleiben. Ich persönlich komme mir da immer vor wie der Protagonist in dem Film und täglich grüßt das Murmeltier. Immer und immer wieder kommen die Lobbyisten um die Ecke und schaffen es tatsächlich erfolgreich, in ihrem Sinne alles Mögliche entscheiden lassen zu können. Also für mich sind das wirklich erschreckende Bilder, muss ich sagen. Lage in Waldbrandgebieten bei Lübten weiter angespannt. Noch immer fressen sich Flammen durch den trockenen Waldboden bei Lübten. Als jemand, der ja eigentlich am Schreibtisch sitzt, Computersimulationen macht und so weiter, ist das natürlich nochmal ein ganz neuer Eindruck. Bereits gestern wurde die Ortschaft Kreuzrade evakuiert. Durch den Klimawandel gibt es häufiger Extremwetter, also auch längere Trockenphasen, was Brände begünstigt. Unglaublich, ne? Was so ein Feuer anrichten kann. Es ist so unbeschreiblich, sowas habe ich noch nie gesehen. Und es ist ja alles tot, alles zerstört. Es sind die Extreme, die sich verändert haben. Mhm. Ne? Wir haben entweder extrem Starkregen oder so wie im Moment extreme lange Perioden ohne Niederschlag. Und wo man durchaus auch sagen kann, ja, in der Situation ist der Klimawandel für uns spürbar. Ja. Wir sollten uns auch darüber im Klaren sein, dass in den nächsten Jahren auch weitere Investitionen erforderlich sind, um auch immer auf Spur zu bleiben. Extremwetter durch den Klimawandel verursachen hohe Kosten. Bis 2050 könnten es im schlimmsten Fall 900 Milliarden Euro werden. Der Klimawandel kostet uns heute schon jede Menge Geld. Deutschland mehrere Milliarden Euro pro Jahr. Aber das ist erst der Anfang. Die verheerenden Waldbrände in Kanada breiten sich weiter aus. Kanada startet internationalen Hilferuf wegen Waldbränden. Erst brannten die Wälder über zwei Wochen. Jetzt kommen die Wassermassen. Das ist eine biblische Katastrophe. Es war die vierte Nacht in Folge, in der Griechenland von extremen Regenfällen heimgesucht wird. In der Region wurde der Notstand ausgerufen.
Sturmtief Daniel hatte die Ostküste Libyens am Wochenende mit voller Wucht getroffen. Die Behörden rechnen in den besonders betroffenen Küstenstaat Dirna mit bis zu 20.000 Toten. Vielleicht werden in Zukunft sogar Ortschaften komplett aufgegeben, weil sie vor Wetterkatastrophen nicht mehr zu schützen sind. Ein kleiner Ort in Wales könnte der erste in Europa sein.